Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Und so wollen wir jetzt heute mit dem achten Tag der Novene weitermachen. Ihr werdet großen Frieden und reiche Frucht ernten. Heute sagte mir jemand, ich bin immer mit diesem Problem beschäftigt. Sagten heute zwei Leute sogar zu mir. Beim einen war etwas gesundheitlich und beim anderen, da war etwas Persönliches, so familiär ein Leiden. Und beide haben so zu mir gesagt, ich bin immer mit diesem Problem beschäftigt. Du bist immer mit diesem, und dieses Rädle im Hirn, das geht immer weiter und so. Und denn wenn man keinen guten Fernsehsender hat oder keinen Fernseher hat, dann weiß man fast nicht, was man machen soll. Aber was sollen wir wirklich machen, wenn wir immer mit diesem Problem beschäftigt sind? Es heißt da, lenke dich ab. Lenke dich ab, aber wie soll ich mich ablenken? Was soll ich tun? Fernsehen? Zeitschriften lesen? Sudoku? Auf meinem Tablet irgendein Spiel spielen? Das ist alles, das passt irgendwie so alles, gell? Aber trotzdem ist es etwas, wo uns schlussendlich nicht den Frieden bringt. Und deswegen, wenn wir diese Leere, wenn wir das aus unserem Herzen, aus unserem Hirn, aus unserem Denken herausbekommen wollen, dann müssen wir es irgendwo wie Gott schenken und diese Freigewordenes, das Freigewordene in unserem Herzen, in unserer Seele, das müssen wir wie mit Göttlichem auffüllen, mit Gutem, mit Wahrem, mit Schönem. Aber jetzt kannst du natürlich auch nicht jeden, du kannst ja auch dann nicht ununterbrochen beten, das geht ja irgendwie auch nicht. Und du kannst ja auch nicht ununterbrochen alle möglichen Livestream-Gottesdienste anschauen. Und ich glaube, das Große ist das, dass wir diese innere Haltung haben, ich möchte mich verschenken. Zum Beispiel, der einen Person habe ich dann gesagt, schau, dann mach morgen alles so ganz schön. Mach das Schöne, richt alles so schön her. Oder freu dich mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinem Mann. Freu dich. Hör schöne Musik. Verschenke dich. Verschenke dich im Gebet und verschenke dich aber auch so in der Liebe zu anderen Menschen. Im Staunen in der Natur bei dem schönen Wetter oder so. Schön, so dieses, ah, ist das schön. Aber nimm nicht wieder sozusagen einen anderen Teil von Welt in dich auf, der dir nicht den Frieden bringt. Zum Beispiel Bauer sucht Frau oder Forsthaus Falkenau, wenn es das noch gibt. Und das ist genau das, das bringt dir nicht den Frieden, weil es irgendwie so ganz weltlich ist oder so. Und deswegen, da muss man dann wieder einen Schritt gehen, gell, wenn man das kann, einen Schritt gehen, ich muss mich, lenke dich ab, denn du hast einen scharfsinnigen Verstand und deshalb ist es schwierig für dich, das Übel zu sehen und gleichzeitig auf mich zu vertrauen. Das ist wie eine Spannung und du sollst es nicht verdrängen, sondern immer wieder, auch wenn so dieser Gedanke kommt, kannst du sagen, Jesus, ich schenke ihn dir, Jesus, ich schenke ihn dir. Gib du mir dafür die Freude, gib du mir dafür den Frieden. Und gleichzeitig auf mich zu vertrauen, indem du dich von dir selbst abwendest. Und das ist genau das Entscheidende. Weg von dir, hin zu Gott, hin zu deinem Nächsten. Handle so in allen deinen Bedürfnissen. Aber wisst ihr, liebe Freunde, das ist oft leichter gesagt als getan. Und dann kannst du auch nicht einfach nur so schnell hutlig sozusagen ein gegrüßet seist du beten. Das bringt nichts. Sondern du musst erstmal, du musst wie runterfahren. Du musst wie, Jesus, ich will an deine Liebe glauben. Ich will dran glauben, dass du, wenn alle sich abwenden von mir, ich will glauben, dass du mich liebst. Dass du nie Nein sagst zu mir.
Jesus, das will ich glauben. Und da musst du denn vielleicht mehr als eingegrüßet seist du beten. Da musst du vielleicht einen Rosenkranz beten oder ein Gesetzle oder was auch immer. Aber du musst ruhig werden. Der Friede muss, Gott muss in dein Herz hineinkommen. Handelt alle so und ihr werdet ständig große und stille Wunder sehen. Das schwöre ich euch bei meiner Liebe. Ich werde für euch sorgen, das versichere ich euch. Betet immer in dieser Haltung der Hingabe und ihr werdet großen Frieden und reiche Frucht ernten, auch wenn ich euch die Gnade des Sühne- und Liebesopfers schenke, die Leiden halt eben mit sich bringt. Scheint dir das unmöglich? Schließ die Augen und sag mit ganzem Herzen, Jesus, sorge du. Und das, liebe Freunde, das wollen wir jetzt beten für alle Menschen, die ihr jetzt zuschaut und mitbetet, aber wir wollen es auch beten für all jene, die niemanden haben zum Beten, die jetzt fertig sind, die irgendwie so, die einfach nicht können, die einfach so bedrängt sind. Für die wollen wir jetzt beten. Und schaut, beten, wir machen ja die Novene nicht immer bloß für uns. Das würde uns eigentlich so passen, gell? Wir beten immer bloß für uns, für mich. Nein, wir beten für alle anderen auch noch. Und wie oft sage ich, wir beten für diejenigen, die ober uns oder unter uns wohnen oder neben uns wohnen oder die im Haus nebenan wohnen. Für sie alle wollen wir beten. Und dann kannst du beruhigt sein. Der liebe Gott wird dich nicht vergessen. Du musst dein Gebet und dein Anliegen nicht jedes Mal formulieren. Er weiß es, er weiß es. Und so beten wir jetzt für all jene, die heute Abend irgendwie verzweifelt sind oder irgendwo auf einer Brücke stehen oder sich irgendwie halt, die nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Beten wir für sie und für alle Sterbenden dieser Nacht. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. 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 Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du.
O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.